So Leute, erstmal herzlich willkommen hier zum neuen Video. Dieses Video gehört zur Reihe Florian schneidet. Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und wir machen im Winter natürlich viel Gehölzschnitt. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man einen Schmetterlingsflieder, also Buddleia Davidii, fachgerecht schneidet. Ein paar nützliche Tipps und Wissenswertes erfahrt ihr in diesem Video auch dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So Freunde, ich habe hier fürs Video zwei schöne Exemplare finden können. Die stehen hier direkt nebeneinander, hier im Vordergrund. Und der vordere, der rechte von den beiden, der ist circa einen halben Meter größer als der andere. Und die werde ich jetzt beide mal schneiden. So Leute, dann erstmal ein paar grundsätzliche Dinge zum Schmetterlingsflieder, die ihr unbedingt beachten müsst. Also erstens, der Schmetterlingsflieder ist ein Sommerblüher. Das heißt, er legt seine Knospen am diesjährigen Holz an. Das heißt, wir können ihn theoretisch im Frühjahr radikal schneiden. Die Blüten entstehen also am Holz, was dieses Jahr entstehen wird. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Dann kommen wir zum Schnittzeitpunkt. Es ist so, dass ihr den dann auf jeden Fall im Frühjahr nach den stärksten Frösten schneidet. Also wenn abzusehen ist, dass es nicht mehr so stark friert, ich sag mal Ende Februar, Anfang März, dann könnt ihr euren Schmetterlingsflieder schneiden. So, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, wenn ihr euren Flieder jetzt stark schneiden müsst, das heißt, ihr geht auch ins alte Holz, schneidet also mehr als einjährige Triebe ab, dann handelt es sich um einen Starkschnitt und der ist nur bis zum 28.02. jeden Jahres zulässig. Das heißt, danach greift die Vogelschutzzeit und ihr dürft keinen Starkschnitt mehr durchführen. Deswegen schneiden wir die meisten Gehölze, Bäume, Sträucher immer bis zum 28.02. und danach greift dann die Vogelschutzzeit und solche Schnittmaßnahmen sind nicht mehr zulässig. Dann kommt natürlich die grundsätzliche Frage auf, warum muss der Schmetterlingsflieder denn überhaupt geschnitten werden? Eigentlich gibt es drei Gründe zu nennen. Der erste Grund, wenn wir den Flieder kräftig schneiden, dann wird er uns das mit einer sehr, sehr üppigen Blüte danken. Also die Blütenbildung, auch die Blütendauer ist ein wichtiger Grund, warum ihr euren Flieder definitiv schneiden solltet. Der zweite wichtige Grund ist das Alter. Wenn ihr euren Flieder regelmäßig schneidet, dann wird er euch das danken mit einer längeren Lebenszeit. Das hat vor allem damit zu tun, dass er nicht vergreist. Ihr haltet den lange jung und die Schnittmaßnahmen wirken in dem Sinne also auch vitalisierend. Der dritte Grund, warum ihr ihn auf jeden Fall regelmäßig schneiden solltet, ist die Schneelast. Und zwar ist der Schmetterlingsflieder, was Schneelast anbetrifft, nicht sehr stabil. Das heißt, wenn im Winter viel Schnee fällt, dann brechen die Zweige ab. Ihr kennt ja den Wuchs, er neigt ja dazu, so ein bisschen überhängend zu wachsen. Und das führt dann dazu, wenn noch Schnee drauf liegt und die Äste lang und überhängend sind, also ein großes Gerüst sich zeigt, dass sie dann durch die Schneelast niedergedrückt werden und teilweise sogar abbrechen. So Freunde, dann würde ich sagen, genug gefaselt. Wir gehen jetzt an den Schnitt. Ich werde die Kamera ein bisschen positionieren, damit ihr einen besseren Überblick habt. Und dann werde ich dazu noch ein bisschen erzählen oder ein kleines Voice-Over über das Video legen. So, der Schmetterlingsflieder heißt ja auch, also botanisch, Buddleia Davidii. Kurz zur Namensklärung, wie ist der Schmetterlingsflieder zu diesem wohlklingenden Namen gekommen? Ganz einfach, über den Namen wurden zwei Personen geehrt. Im Gattungsnamen wurde Adam Buddle geehrt. Es war ein englischer Geistlicher und Botaniker. So, und die zweite Ehrung, die sich auch im Namen wiederfindet, Davidii, gebührt dem französischen Naturforscher Jean-Pierre Armand David. So, dann vielleicht noch ein bisschen Expertenwissen. In der Berufsschule gehört es eigentlich dazu, dass man auch den Familiennamen der Pflanzen lernt. Das machen allerdings die wenigsten. Ich habe es immer gemacht, weil man über den Familiennamen Gemeinsamkeiten erkennen kann, auch im Wuchs der einzelnen Pflanzen, aber auch beim Schnitt. So gehört der Schmetterlingsflieder Buddleia Davidii zur Familie der Scrofulariaceae. Das sind die sogenannten Braunwurzgewächse. Ein weiterer Vertreter dieser Familie wäre übrigens die schwarze Königskerze, Verbascum nigrum. Und wenn man sich die Blätter anguckt, finde ich persönlich, dass man da schon ein paar Gemeinsamkeiten findet. Was gibt es sonst noch Wichtiges zu beachten beim Schmetterlingsflieder?
alle Pflanzenteile sind leicht giftig. Es geht jetzt so gesehen keine Gefahr davon aus, aber ihr solltet es natürlich nicht essen. So, diesen alten Trieb werde ich jetzt nicht ganz unten abschneiden, sondern hier, er verjüngt sich hier schön. Das heißt, wir leiten den jetzt hier mal ab. So, um den Ganzen dann auch in der Basis ein bisschen zu verjüngen, nehmen wir auch bewusst ein paar alte Triebe raus. So, dann bin ich mit dem Kollegen eigentlich soweit fertig. Ihr habt gesehen, ich habe am Ende noch viel rausgerupft. Das sind so zu kleine, zu dünne Triebe oder Triebe, die ja zurückgetrocknet waren. Die reißt ihr einfach ab, raus damit. So kannst du dann in der Basis und im Strauch gar nicht erst anfangen zu faulen. So, was gibt es sonst noch zu beachten? Das atypische Erscheinungsbild bzw. das atypische Wachstum eines Schmetterlingsflieders muss auch im Schnittbild noch zu erkennen sein. Das bedeutet für uns zwei Dinge. Erstens, das heißt, dass es für uns eine verschiedene Schnitthöheneinteilung gibt. So ein Strauch hat am Rand niedrigere Triebe und in der Basis höhere Triebe. Und das müssen wir im Schnitt auch widerspiegeln. Jetzt hat der Strauch hier in der Basis gar nicht so viele Triebe, nur ein paar. Aber auch die habe ich am höchsten gelassen und die Triebe am Rand ganz außen dann tiefer abgeschnitten. So, und das Zweite ist, um so einen Strauch überhaupt fachgerecht schneiden zu können, muss ich das Verzweigungssystem kennen. So, und ich hatte es euch damals schon erklärt beim Schnitt der Haselnuss, das Video verlinke ich euch auch nochmal. Man unterteilt die Gehölze in ihre Verzweigungssysteme. Die Haselnuss ist ein klassischer Vertreter der basiton wachsenden Gehölze. Also man spricht hier von Basiton oder Basitonie. Der Schmetterlingsflieder wiederum ist ein Vertreter der mesoton wachsenden Gehölze. Was bedeutet das und was ist der Unterschied zum Beispiel zur Hasel? Der Schmetterlingsflieder, mesoton, er verzweigt sich aus der Mitte heraus. Die Hasel als Basiton, klassisches Basiton wachsendes Gehölz, treibt aus der Basis aus, verzweigt sich aus der Basis heraus. Was ist jetzt der Unterschied, der sich daraus für unseren Schnitt ergibt? Ganz, ganz einfach. Wir brauchen ein Gerüst für den Schmetterlingsflieder. Wir schneiden ihn also nicht irgendwo unten ab. Nein, wir müssen uns ein Gerüst stehen lassen in mittlerer Ebene und daraus verzweigt er sich und dadurch ergibt sich auch dieser klassische Wuchs. Ihr kennt es, ein Schmetterlingsflieder treibt relativ schlank aus, wird dann in der Mitte breiter, ausladender und das führt sich dann in der Krone fort, sodass wir eine schöne, malerische, ausladende Wuchsform haben. So Leute, im Internet liest man ja viel darüber, auf welcher Höhe soll ich jetzt nun meinen Schmetterlingsflieder abschneiden. Ich halte von dieser Einteilung nicht. Man hört da was von 40 cm, von 80, von 1 Meter, von 1,20. Grundsätzlich kann man sagen, das hängt ja auch immer vom Alter der Pflanze ab. So, wenn man jetzt eine junge Pflanze hat und schneidet die irgendwo bei 1 Meter ab, die ist aber nur 1,20 oder 1,30, dann ist das einfach viel zu wenig. Deswegen mag ich diese Einteilung nicht. Es ist eher die Menge, die man abschneidet und ihr könnt euch so ungefähr merken, zwei Drittel kann man auf jeden Fall immer vom Flieder abschneiden, ohne dass er es euch krumm nimmt. So als kleiner Tipp, wenn ihr Triebe rausschneiden müsst oder möchtet oder um den Strauch zu verjüngen und die relativ unten kappt, lasst immer 10 cm stehen. So, das hat den Sinn, dass diese 10 cm im Laufe des Jahres einfach zurücktrocknen können. Würdet ihr es ganz unten abschneiden, dann kann es sein, dass Fäulnis entsteht und die dann direkt in die Basis und ins Wurzelsystem gelangt. Und das wollen wir vermeiden, deswegen lasst bitte 10 cm stehen. So Freunde, den ersten haben wir geschnitten, der zweite steht ja direkt nebenan. Den werden wir jetzt auch nochmal schneiden und werde ich euch das Ergebnis gleich nochmal zeigen.
So, wenn ich den groben Schnitt durchgeführt habe, gehe ich immer wieder in die Basis rein und dann kann ich auch noch mal alle Triebe für mich gefahrlos rausnehmen, ohne dass ich gleich hier irgendeinen Ast im Auge habe, die zurückgetrocknet oder krank sind. Hier seht ihr zum Beispiel, der ganze Trieb ist tot. Und solches entferne ich natürlich auch. So, grundlegende Schnittführung ist natürlich auch immer, die Triebe so anzuschneiden, dass Knospen oder Austriebe stehen bleiben, die nach außen zeigen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel den Austrieb, der nach innen zeigt, wegnehmen. Der wird sich ja sonst hier bald mit zum Beispiel dem hier konkurrieren. Und ja, natürlich auch grundsätzlich immer über der Knospe, ich sag mal einen guten Zentimeter schneiden, schräg ansetzen die Schere, dass wir hier einen schrägen Schnitt haben, sodass das Wasser hier abtropfen kann. So Leute, schauen wir uns das Schnittergebnis mal ein bisschen aus der Distanz an. Ihr habt es ja vorher gesehen und hier seht ihr, was ich jetzt abgeschnitten habe. Also ein massiver Haufen. Und nochmal, also zwei Drittel solltet ihr in jedem Fall abschneiden. Ob es jetzt 1 Meter, 80, 60 cm ist, ist zweitrangig. Hängt immer so ein bisschen davon ab, wie groß eure Pflanze ist, und unsere Exemplare hier, die sind ja jetzt ja schon über 5 Jahre alt, die hat natürlich schon eine entsprechende Höhe. Von daher, denke ich mal, haben wir eine gute Höhe gefunden. So, lasst euch nicht irritieren von dem dritten Flieder, der dahinter steht, den hatte ich gar nicht gesehen. Deswegen zeige ich euch auch nochmal aus der Perspektive. So Leute, wir springen jetzt mal ein paar Monate weiter. Ihr seht, euer Schmetterlingsflieder hat wunderbar und üppig geblüht. Was würdet ihr jetzt machen? Ja, das kann man im Privatgarten machen, definitiv, wenn man die Zeit hat. Und ja, hier sind natürlich sehr viele Exemplare, deswegen macht es keinen Sinn. Ihr im Privatgarten könnt es machen. Schneidet einfach die alten Blütenstände raus. Das hat den Hintergrund, dass der Schmetterlingsflieder dann keine Energie mehr aufwenden muss für die Samenproduktion. So, dann eben kurz zum Schnittwerkzeug. Also ich habe jetzt zwei Scheren benutzt, falls euch das aufgefallen ist. Einmal eine klassische Bypass-Schere, das heißt, die Klinge geht hier an dem Amboss-Teil vorbei. Ja, ein sehr sauberer Schnitt. Vor allem, wenn die Triebe nicht ganz so dick sind, sehr gut geeignet. Und dann habe ich hier eine Amboss-Schere, das heißt, das Amboss-Prinzip greift hier die Klinge. Ja, das stellt jetzt nicht scharf, glaube ich, aber die Klinge, ihr seht das hier, die schneidet auf den Amboss. Das heißt, man sagt im Schnitt nach, er sei nicht ganz so sauber, dafür kann man dickere Triebe durchtrennen. Also wer eine gute Amboss-Schere schon mal benutzt hat, der kennt den Wert auf jeden Fall. Viel wichtiger als die Marke ist, dass die Schere scharf ist. Also das ist ganz, ganz wichtig. Nur so kann man fachgerechten und sauberen und für die Pflanze gesundheitsfördernden Schnitt durchführen. Deswegen sollte die Klinge immer scharf sein, sonst quetscht man. Aber auch mit so einer Amboss-Schere hier, natürlich quetscht der Schnitt etwas mehr, aber er ist trotzdem, wenn die Klinge scharf ist, super sauber. Verwendet habe ich hier die Scheren von Löwe. So, und die ganz dicken Triebe, da kommt man halt nicht weit. Da braucht ihr eine sogenannte Zugsäge, eine Klappzugsäge. Das heißt, nach getaner Arbeit könnt ihr die zusammenklappen, ja, und die sind wirklich super gut, also die braucht ihr auf jeden Fall. Das hier, die Silky Gomboy, das ist wirklich eine super Handsäge, die kann ich allerwärmstens empfehlen, natürlich auch die Scheren von Löwe. Wenn ihr zu Hause eine Gartenschere habt, eine Astschere, eine große, könnt ihr natürlich die auch verwenden, anstelle von der Säge. Warum benutzen Profis oder Fachleute, so sage ich es jetzt einfach mal, die Astschere weniger? Das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Dinge halt wesentlich unhandlicher sind. Wenn man in den Strauch reingehen muss, dann ist es immer besser, mit kleinen Arbeitsgeräten zu arbeiten oder auch wenn man klettert. Deswegen, da hat man selten eine Astschere dabei. Die Vorteile von einer Astschere, die sehe ich ganz klar bei dornigen Sträuchern, wo man gar keine Lust hat, in die Basis reinzugehen. Und man kann damit den Trieb natürlich aus sicherer Entfernung abschneiden, ohne da Gefahr zu laufen, sich da irgendwelche Dornen einzufangen.
So Leute, dann nochmal abschließend natürlich auch nochmal ein riesen Dankeschön hier an den Kerskenshof, wo wir uns hier befinden. Ich habe hier die Möglichkeit und die Erlaubnis, für euch diese Videos zu produzieren. Und ja, schaut euch mal um. Das ist eine Riesenanlage und hier nur ein kleiner Teil. Aber überall sind Gehölze und das macht diese Anlage auch so interessant. Also wer hier Urlaub macht, der macht das inmitten der Natur. Und solche Anlagen sind für die Umwelt und für die Tierwelt natürlich extrem. Also hier brüten so viele Vögel und hier tummeln sich Insekten, wenn die Pflanzen blühen. Das ist einfach ein Traum und ich finde das toll, dass das hier auch so realisiert worden ist. Und Hintergrund dieser ganzen Anlage ist. Im Hintergrund seht ihr eine Dachbegrünung. Also jeder Platz wird hier ausgekostet, um der Natur irgendwie was zurückzugeben. Das finde ich persönlich richtig gut. So Leute, dann ist alles gesagt. Danke erstmal fürs Zuschauen. Ich wollte euch noch mal eben darauf hinweisen, dass meine Website ja bald online geht. Meine neue mit Shop-Funktion. Da könnt ihr dann so coole Sachen hier bestellen. Wie so eine Rosenschere im Holster. In so einem Retro-Design. Finde ich richtig cool. Schneidet auch. Ist super scharf. Da könnt ihr dann so Sachen rund um das Thema Garten bestellen. Also am Anfang wird das Produktsortiment noch etwas kleiner sein, aber das wird dann im Laufe der Zeit auch immer größer. Also schaut doch gerne vorbei. So Leute, dann ein Hinweis darf natürlich nicht fehlen zum Schmetterlingsflieder. In manchen Ländern ist er als invasiver Neophyt eingestuft worden und darf dann teilweise auch nicht mehr gepflanzt werden. Das liegt daran, dass er sich unwahrscheinlich aussamt. Das kann man natürlich damit verhindern, dass man die Blütenstände restlos abschneidet und entsorgt oder verbrennt. Ja, also das muss man auf jeden Fall im Hintergrund behalten. Wenn man so einen pflanzt, dann steht der auch schnell auf der nächsten Wiese oder im Nachbarsgarten, weil die sich einfach sehr stark aussäen können. Von den Züchtungen gibt es ein paar Varianten. Da könnt ihr euch mal schlau machen im Internet, die steril sind, also wo sich keine keimfähigen Samen bilden können. Die sind dann natürlich auch nochmal interessant. Also es gibt immer Möglichkeiten, auch so einen Schmetterlingsflieder mit guten Gewissens zu pflanzen bei euch im Garten. So Leute, vielleicht erinnert ihr euch, ich stehe jetzt gerade vor der Hasel, die ich letztes Jahr geschnitten habe. Und ihr könnt sehen, aus der Basis kommen viele schöne neue Triebe. Und jetzt wird man hingehen und wird auch die letzten alten Triebe hier raussägen. Mehr wird man hier gar nicht machen. Und dann hat man die Hasel wunderbar verjüngt. Wenn ich das Video finde, blende ich euch das Ergebnis der Hasel auch gleich nochmal eben ein. Dann könnt ihr das nochmal sehen, wie sie damals direkt nach dem Schnitt ausgesehen hat. So Leute, ich bin jetzt fertig. Ich bin einmal rumgegangen, habe noch ein paar Triebe, die seitlich oder zu seitlich gewachsen sind, aus der Basis rausgeschnitten. Und ja, da sind wir schon fertig mit dem Exemplar. Ich gucke jetzt mal hier, wo noch eine steht und dann schneiden wir vielleicht noch mal eine.